Hallo, herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Bastian Hoffmann, ich bin Geschäftsführer hier bei der Expertus IT Systemhaus GmbH und heute habe ich hier zu Gast den Maximilian Baldus, Geschäftsführer von der Helmut Baldus GmbH aus Enspel. Lieber Max, erzähl vielleicht doch mal kurz, was macht die Helmut Baldus GmbH? Wofür seid ihr bekannt? Was ist euer Steckenpferd? Ja. Auch hallo von mir, ich bin Max von Helmut Baldus GmbH. Wir sind ein Transport- und Logistikunternehmen. Wir transportieren alle möglichen Güter, Schüttgüter, große Güter im Bereich Entsorgung, Baustoffe und Agrarlogistik in ganz Westeuropa sozusagen. Haben eigene Fahrzeuge, im Moment sind es 58 und ja, sind eigentlich überall unterwegs und auf der Straße wird man uns auch das ein oder andere Mal bestimmt schon gesehen haben. Jetzt seid ihr ja schon ein Unternehmen in der dritten Generation. Helmut Baldus ist ja dein Großvater gewesen. Mhm. Das heißt, der Helmut, der hat das Unternehmen gegründet und hat die Anfänge, die Grundsteine gelegt. Dein Vater hat das Unternehmen dann erfolgreich gemacht. Und für dich ist ja jetzt die Herausforderung, das Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Und Digitalisierung ist ja für dich in dem Fall ja eines der größten Themen überhaupt. Du hast die Digitalisierung ja auch auf die Fahne geschrieben für deine, sag mal, Regentschaft. Was sind denn so die Besonderheiten, die in der Speditionsbranche, vor allem für euch, in der Digitalisierung so anfallen? Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige und allumfassende Frage, um das jetzt mal ehrlich zu sagen. Also es gibt immer verschiedene Digitalisierungsbereiche oder bestimmte Dinge, die es zu digitalisieren gilt. Grundsätzlich hört man ja immer so im Fernsehen oder auch wenn Leute so reden, oh, die Digitalisierung, die Zeit der Digitalisierung ist gekommen, wir müssen jetzt Digitalisierung. Und manchmal meint man mal digitalisiert des Digitalisierungswillens und nicht, weil man dadurch irgendwas machen kann oder weil man dadurch irgendwas tun kann. Der Gedanke ist, bei meiner Meinung nach sind es zwei Bereiche. Zum einen das Thema, ich nenne es operative Digitalisierung und strategische Digitalisierung. So beschreibe ich das, also kategorisiere ich das. Es ist einmal das Thema operativ. Also wie sind die Prozesse im Moment im Unternehmen und wo kann man mit der Digitalisierung Dinge schneller machen? Wo sind Leute, die bisher in Ordnern nach irgendwelchen Sachen suchen? Wo wird irgendwo lange im Programm rumgeklickt, bis man die Info hat, die man gerade braucht und hat die am Bildschirm, kann damit arbeiten sozusagen? Und wie viel Zeit geht dabei verloren und wie oft werden Leute abgelenkt? Also wie viel produktiver könnten die operativen Prozesse laufen, wenn einfach die Infos zu der Zeit an dem Ort schneller wären, besser wären, sortierter wären, als sie es jetzt sind? Und wenn es da Möglichkeiten gibt, dann stehen da eigentlich alle Türen offen, um da was zu digitalisieren. Der zweite Bereich im Strategischen, da sehe ich eher das Langfristige. Also wenn ich jetzt meine Daten analysieren möchte, wenn ich irgendwo an die Datenbanken rangehen möchte, möchte da zu Erkenntnissen kommen, die ich manuell mit Excel oder irgendwo am Blatt Papier niemals bekommen könnte und gehe einfach her und zapfe mal alle Datenbanken an und komme dann zu Ergebnissen, wo keiner andere aus dem Wettbewerb draufkommt, weil ich einfach alle Daten gebündelt habe und kann daraus was generieren, was mir Erkenntnisse schafft, die halt kein anderer hat oder die mir auch helfen, das Unternehmen zu analysieren und auch zu gucken, wo sind Gewinnbringer und wo Verlustbringer und darauf auch die Entscheidungen für die Zukunft quasi auszulegen. Wow, also ich muss sagen, er ist ein Spediteur. Also ganz großes Kino, was er hier gerade abliefert. Ich bin absolut begeistert. Deswegen arbeiten wir auch mit der Helmut Baldus GmbH sehr gerne zusammen, weil sie schon so weit sind, weil sie gedanklich sehr fortschrittlich unterwegs sind. Und das ist aber noch nicht so lange. Also, wie lange bist du jetzt in der Geschäftsführung? Seit 2016. Seit 2016 ist dieser Wandel ja bei euch auch da. Und eine der größten Hindernisse für euch war ja tatsächlich auch Enspel als solches, von der Infrastruktur. Die Internetmöglichkeiten dort waren ja eine Zeit lang sehr begrenzt. Mhm. Also man muss sich das vorstellen. Ich denke, ich darf sagen, ja, klar. Ihr seid mit 58 LKWs unterwegs, die alle irgendwie digitalisiert angeschlossen werden sollen. Und der einzige DSL-Anschluss war ein DSL 2000. Über 50 LKWs und die müssen über den DSL 2000 in die Zentrale kommunizieren. Das war natürlich unglaublich schwierig zu realisieren. Dann haben wir uns natürlich über den LTE-Anschluss Abhilfe geschafft. Das hat natürlich schon mal gepusht. Aber so ein LTE-Anschluss ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Von der Zuverlässigkeit bei schlechtem Wetter fällt er aus, an Wochenenden funktioniert es, während der Woche mal vielleicht in zwei Tagen nicht. Und du hast das ganze Thema ja dann gesagt, das nehmen wir selbst in die Hand. Ja? Wir haben nicht gewartet, bis irgendwann mal der Provider sagt, ja, wir bauen mal die Enspel aus
sondern wir haben das ganze Jahr versucht, proaktiv zu agieren und das ganze Thema selbst in die Hand genommen. Und dann haben wir ja einen Kabelanschluss legen lassen, ja, und jetzt haben wir einen richtig schnellen Anschluss. Das ist schon eine geile Sache. Also du hast nicht gewartet, bis einer für dich eine Lösung schafft, sondern sie haben es selber umgesetzt. Finde ich eine coole Lösung. Wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen? Ich glaube 2 Jahre oder? 2 Jahre sind es mittlerweile, ja. In den 2 Jahren haben wir eine Menge bewegt. Wie würdest du die Arbeit bezeichnen vor der Zeit mit uns und jetzt aktuell, wo wir zusammenarbeiten? Was hat sich verbessert? Ja, also um nochmal auf das Thema Internetverbindung, weil das war ein gutes Beispiel, was du da gerade gebracht hast, zurückzukommen. Um ehrlich zu sein, haben wir eigentlich viel zu lange gewartet, weil wir hatten wahnsinnig hohe Ausfallkosten, wir hatten wahnsinnig großen Ärger, wenn das LTE mal nicht funktioniert hat. Wir hatten große Probleme auch, als auf LP-Telefonie umgeschaltet wurde und so weiter und so fort wegen des langsamen Internets. Wir haben uns viel zu lange darauf verlassen, dass sozusagen schnelles Internet in unserem Ort gelegt werden wird, was allerdings bis heute nicht geschehen ist. Und von daher nochmal hätten wir das Ganze viel schneller gemacht. Ja. Und da kann ich auch dann direkt die Frage beantworten. Letztendlich haben wir in den letzten Jahren Dinge schnell umgesetzt, die einfach die Basis dafür schaffen, um die Digitalisierung auch weiterhin betreiben zu können. Mhm. Also wir haben mit der Expertus-IT eigentlich sozusagen das aufgebaut, was man als Basis sozusagen als Sockel braucht, um darauf digitalisieren zu können. Mhm. Man braucht einfach moderne Infrastruktur, man braucht eine vernünftige IT, man braucht vernünftige Hardware, um darauf dann arbeiten zu können. Weil wir hatten auch viel zu lange den Fehler gemacht und wollten weit kommen, hatten aber die Basis nicht stehen. Also hatten sehr veraltete Telefonanlage, sehr veraltete PCs, waren von der Hardware einfach nicht zukunftsfähig und hatten dann aber die Vision, uns zu digitalisieren auf ganz anderen Bereichen. Und dann auf einmal gab es Geschwindigkeitsprobleme am Server, gewisse Sachen sind ausgefallen und unsere ganze Hardware war dem nicht gewachsen, was wir tun wollten. Und das Problem haben wir jetzt mit der Expertus-IT, ich würde sagen, nahezu vollumfänglich beseitigt in den letzten 2 Jahren, haben da jetzt eine moderne Infrastruktur stehen und haben da jetzt auch die Basis, um wirklich da weiter voranzuschreiten. Und das ist eine Menge wert. Jetzt sprichst du von Basis für Fortschritt. Was planst du? Was sind so deine Visionen für die Helmut Baldus GmbH? Mhm. Möchtest du die uns hier erzählen oder ist das noch so ein bisschen Top Secret? Top Secret nicht. Das Thema Vision ist ja auch wieder so ein sehr globaler Begriff. Was wünscht man sich? Natürlich wünscht man sich irgendwo, dass das Unternehmen in der nächsten Generation und in der Zukunft auch weiterhin bestehen bleibt, sich weiterentwickelt und irgendwo auch an der Zukunft mitgestaltet. Was aber jetzt nicht so selbstverständlich ist. Also Themen wie das autonome Fahren sind Themen, die werden mich in meinem Leben betreffen. Die Frage ist nur, wie wird es mich betreffen? Und wird es so sein, dass es irgendwo einen US-amerikanischen Großbetreiber gibt, der unseren ganzen Verkehrsstrom übernimmt, wie es beispielsweise ja in der Netzwerkplattformökonomie schon der Fall ist, oder wird es so sein, dass wir die Chance haben, in dem Bereich die Digitalisierung mitzugestalten? Mein Wunsch und mein Anspruch zugleich wäre Zweiteres, und das ist auch im Bereich der Digitalisierung eigentlich meine Vision. Unabhängig davon, dass wir natürlich auch die Leidenschaft haben mit dem, was wir machen, also Warenbewegungen, Transport auf der Straße, LKWs, das ist unsere Leidenschaft. Deshalb habe ich ja auch Logistik studiert, weil mir das Thema einfach Spaß macht und da soll es auch weitergehen. Und der Wunsch ist einfach, dass unser Unternehmen unabhängiger von einzelnen Personen wird, dass man irgendwo vielleicht in der Zukunft auch größere Margen hat, was in dem Gewerbe eigentlich ja immer ziemlich schwierig ist und immer so ein ziemliches Problem ist, weil es wirklich ein sehr preisdominiertes Gewerbe ist, Transportmarkt. Und da gibt es eigentlich verschiedene Ideen oder Wünsche oder auch Ziele, die man sich so setzt. Global als Vision würde ich wirklich sagen, in dem Sinne einfach für die Zukunft bereit zu sein und die auch mitzugestalten, sodass man am Ende ein Unternehmen hat, wo man sagen kann, es hat 3 Generationen überstanden und das ist auch noch in der 4. Generation aktiv. Aber das ist natürlich jetzt sehr weit in die Zukunft geplant. So ein schönes Praxisbeispiel, wie wir diese Optimierung ja auch wirklich umgesetzt haben. Ich denke, das mit dem Scannen für die Lkw-Fahrer ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel. Ich meine, wenn ihr Lkw-Fahrer seid oder ihr seid im Speditionsgeschäft unterwegs, dann wisst ihr das, du musst ab und zu mal ein Dokument in die Zentrale schicken. Und was machst du? Du suchst einen Fax. Das heißt, du fährst unter irgendeinen Rastplatz an und fragst, ob du das Fax nutzen kannst, und das kostet Zeit. Ja, wenn du nicht gerade tanken musst,
da kostet das Zeit, dieses Dokument zu wachsen. Vielleicht bist du ein paar Wochen unterwegs oder ein paar Tage unterwegs, aber dieses Dokument muss in die Zentrale. Und dieses Problem, das hattet ihr ja auch, dass die Fahrer die Dokumente immer mal wieder schicken mussten oder dass die CRM-Fachbriefe gebraucht haben. Also auf jeden Fall dieser Dokumentenaustausch war immer so ein Problem. Und klar, man hat so versucht mit einer Handykamera das mal abzufotografieren, aber letztendlich kann man das in der Zentrale nicht wirklich gut weiterverarbeiten. Man hat die Information zwar, aber wirklich nutzen konnte man es nicht. Und was haben wir gemacht? Willst du es erzählen? Ja, also auch da sind wir momentan immer noch bei, uns weiterzuentwickeln, aber wir sind im Moment wirklich auf dem Stand, dass die meisten LKW von uns einen Drucker und einen Scanner im Fahrzeug haben, beziehungsweise alles in einem. Und der Vorteil ist eigentlich sogar noch ein krasserer Vorteil als das, was du genannt hast, nämlich mit den Papieren, die zum Büro müssen, mit den Dokumente, die an den LKW müssen. Weil oftmals ist es so, gerade bei internationalen Transporten braucht der Fahrer bestimmte Dokumente, um bei einem Kunden eine Ladung anzunehmen. Konkretes Beispiel, irgendjemand vergibt einen Auftrag, eine Ladung Kupfer zu transportieren. Kupfer ist ganz schön teuer. Da kann man meistens nicht einfach hinkommen und sagen, hey, ich bin jetzt der LKW, ladet mir das mal auf. Sondern der Kunde, der Auftraggeber verlangt, dass man da mit einem gewissen Beladeschein irgendwo antritt. Auch Ladungen, die über einen Zwischenhändler abgewickelt werden, wo jemand möchte, dass mit seinem spezifischen Lieferschein angeliefert wird. Das sind halt Dokumente, die braucht der Fahrer im LKW. Und die Frage ist, wie bekommt er die? Und das ist halt einfach das Thema. Da ist man bisher in der Gegend rumgefahren und hat sich das gesucht. Jetzt hat der Fahrer einen Drucker, kann das über sein Telematiksystem erfangen, ausdrucken, kann auch seine Frachtpapiere scannen. Und das hat einfach auch den Vorteil, dass auch da wieder im operativen Bereich die Zeiten und die Problemstellungen, irgendwo Daten von A nach B zu kriegen, einfach wahnsinnig schneller geworden sind. Man hat eine bessere Qualität an Daten in einer schnelleren Zeit da, wo sie hingehören. Das ist eigentlich, wie du schon sagst, eigentlich ein optimales Beispiel für das Thema Digitalisierung im Operativen. Ganz praktisch. Der Mehrwert für euch ist ja tatsächlich, der LKW hat weniger Leerstand oder Ausfallzeiten oder Wartezeiten, sondern er ist produktiver. Das ist ja auch für die Umwelt eine Geschichte, wo man sagen kann, das ist gut, weil er hat keine unnützen Fahrten. Für den LKW-Fahrer ist es auch entspannteres Arbeiten, wenn er mit einem modernen Equipment unterwegs ist. Gegenüber seinen Kollegen dann natürlich auch sagen kann, guck mal hier, also ich habe einen Scanner, ich muss keinen Fax suchen. Ja, also du hast natürlich deinen Mitarbeitern, bietest du natürlich auch einen hochmodernen Arbeitsplatz dadurch an. Was in eurem Bereich natürlich auch schwierig ist, ich meine, ihr sucht ja regelmäßig gute Fahrer. Wenn jetzt jemand, ein LKW-Fahrer, sagen würde, er möchte bei dir anfangen, was sind deine Voraussetzungen, was muss der mitbringen? In dem Sinne Bereitschaft und Lust an der Arbeit. Also das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben das Glück, vom Fahrermangel im Moment noch nicht so stark betroffen zu sein wie viele andere unserer Wettbewerber. Das schaffen wir zum Beispiel auch durch ein Social Media Marketing, was wir uns aufgebaut haben. Das schaffen wir dadurch, dass wir auch einfach ehrlich zu unseren Leuten sind und auch sagen, was wir denken, denen keine falschen Versprechungen machen und auch wirklich versuchen, einen langfristig seriösen Arbeitsplatz den Leuten zu geben. Wir sind ein Familienunternehmen und von daher wünschen wir uns von Mitarbeitern auch, dass die in unsere Struktur passen. Dass das nicht Leute sind, die nur auf die Arbeit gehen, weil irgendwie der Kühlschrank voll werden muss, sondern dass das wirklich auch Kraftfahrer und Fachkräfte sind, die aus Leidenschaft ihren Beruf machen. Und die auch irgendwo nach vorne schauen und mit uns gemeinsam, in einem gemeinsamen Weg nach vorne, die Zukunft mitgestalten und gerne auf die Arbeit gehen. Und da gehört das halt einfach zu. Früher gab es Schaltgetriebe, wo man zweimal kuppeln musste, weil die unsynchronisiert waren. Die Leute mussten unterwegs den Motor reparieren. Das muss man halt heute nicht mehr, beziehungsweise kann man auch gar nicht mehr, weil die Technik da viel zu weit ist. Auf der anderen Seite hat der Fahrer dann halt den Anspruch, sich mit gewissen EDV-Systemen mal zu beschäftigen, um unterwegs auch die Informationen wieder in die Zentrale zu übermitteln, weil Logistik wird einfach immer schneller. Mhm. Man braucht Informationen und die Logistik von Informationen, die ist meiner Meinung nach heutzutage noch sehr unterschätzt. Und da brauchen wir halt auch Fahrer, die mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen, damit wir auch in Zukunft weiterhin auf der Basis bleiben können, wo wir jetzt sind oder auch noch uns weiterentwickeln können. Das ist ganz wichtig. Okay, wo kann sich ein Fahrer melden? Wo ruft er an? Wo soll er sich melden? Wo schickt er seine Bewerbung hin? Wie soll er mit dir in Kontakt treten? Genau, also wenn jemand jetzt Interesse hat,
sich bei uns zu bewerben oder bei uns sozusagen denkt, er passt ins Team rein. Meine E-Mail-Adresse max.baldus@baldus-transport.de. Vielleicht machen wir es auch noch in die Videobeschreibung. Wir machen so in die Videobeschreibung, genau. Da kann jeder da seine Bewerbung hinschicken. Ja, klar. Also gerne einfach eine Bewerbung schreiben. Auch einfach mal anrufen. Wir schreiben da auch meine Handynummer rein. Ihr könnt mir auch in WhatsApp schreiben. Ich bin da auch modern. Ich beantworte das auch, vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall ein paar Stunden später. Ich habe das auch gerne am kurzen Dienstweg, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ruft mich an, erzählt mir einfach und stellt mir eure Fragen und dann gucken wir einfach, ja, wie es in Zukunft so weitergeht oder ob man da was machen kann. Also sehr gerne, wir sind offen und sind auch sehr anfassbare Menschen. Ja, also wir kommen auch immer ganz gerne zu euch. Es ist immer ein familiäres Verhältnis dort. Es ist immer schön, wenn man reinkommt, begrüßt dort. Also ich denke, auch als Dienstleister oder als Partner der Helmut Baldus GmbH kann ich dir sang- und klanglos weiterempfehlen als Arbeitgeber. Also wenn du über den Wechsel nachdenkst, der Wechsel sitzt hier links neben mir. Definitiv die richtige Wahl. Ja, dann eine Frage in eigener Sache und ich muss auch passen auf die Antwort. Die Zusammenarbeit mit uns als Expertus IT. Was ist das Besondere daran? Das Besondere ist das, dass ihr auch irgendwo zu uns passt. Also man kann offen sprechen. Mhm. Es ist halt so, klar, wenn man irgendwo mal eine Differenz hat, spricht man darüber, findet eine Lösung. Wenn es irgendwie mal doch zu einem Problem kommt, sind die Expertus-Jungs auch welche, die abends kommen und legen da nicht nach Feierabend irgendwo die Tasche in die Ecke und fahren, sondern wo auch wirklich dafür gesorgt wird, dass am nächsten Morgen alles läuft. Denn wenn man digitalisiert, das ist nämlich das Allerwichtigste, dass man ist von während der Digitalisierung von den verschiedenen Systemen abhängig und die Abhängigkeit beginnt man sich bewusst. Und da ist es wahnsinnig wichtig, einen Dienstleister zu haben, der alles gibt, dass die Systeme am Laufen bleiben, dass es da nicht zu einem Crash kommt und wenn es zu einem Ausfall oder zu irgendeiner Störung kommt, dass die Jungs da sind und es in Windeseile reparieren. Und da haben wir mit der Expertus IT, wir hatten noch nie angerufen und es ist keiner ans Telefon gegangen oder es kam keiner, sondern alles, was wir gebraucht hatten, wenn es mal zu einem Problemfall kam, wurde da gelöst und das ist in dem Sinne das Wichtigste, dass man auch was hat, wo man weiß, das läuft. Okay, vielen Dank. Ja, das würde ich sagen, reicht schon an der Stelle. Max, schön, dass du da warst. Ja, danke schön. Und ich denke, wir sehen uns die Tage wieder. An euch. Wenn ihr mehr von den Videos sehen möchtet, abonniert den Kanal, schaut euch die weiteren Videos an, auch den Referenzen. Folgt uns bei Facebook. Wir verlinken auch zur Helmut Baldus GmbH. Auch dort könnt ihr viel über Speditionsgeschäft und die Herausforderungen, aber auch das Schöne am Speditionsgeschäft erfahren. Also an der Stelle, ich wünsche euch